Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück beim Trader Life Simulator 2. Wer hätte es gedacht, nicht beim Gasstation Simulator. Wir machen erstmal unseren Laden auf. Wir müssen gleich aber definitiv nochmal einkaufen. Uns fehlen ja noch viele, viele Dinge. Ja, da führt Coinweg dran vorbei. Hat eigentlich das Polizeirevier so eine Frage aus Interesse hier irgendeinen Nutzen? Oder ist das nur Deko? Sam ist ja schon wieder am Staubwirbeln. Oh, er macht aber weiter mit der Mauer. Okay. Das ist eh schön. Jojo, da ist jetzt ein Stück dazu gekommen. Da kommt dazu. Er ist der Boy, ne? Sehr schön. Morte, Laden auf. Wunderbar, wunderbar. So, eingeräumt, so haben wir alles. Dann gehen wir auch gleich wieder einkaufen. Geld haben wir genug. Kommt ja auch wieder ordentlich Schotter rein. Das Problem ist jetzt mit der Mauer. Hier ist ja so schlecht, mit dem Auto zu navigieren, ne? Wohl eher seine Baumaterialien das Problem sind. So, gleich hin. Gleich Waren besorgen. Und dann haben wir dann auch wieder Geld über für andere Dinge. Dankeschön. Wir werden jetzt nicht den gleichen Kram kaufen wie letzte Folge. Das nicht, ja. Wir brauchen halt noch ein paar andere Dinge. Vor allen Dingen Haushaltsrollen dringend. Ganz dringend. Didim, didip, didip, so, hier ist er da schon, hier ist er da schon. Ich will natürlich auf die nächsten Displays auch, aber das nächste wäre 2000. Mal gucken. So, erstmal, guck mal, hier hatten wir ja Schluss gemacht, Biskuits und so, das hatten wir alles geguckt. Ja, gut, das brauchen wir jetzt aber, ne? Außer die vielleicht, davon haben wir wirklich nicht mehr viele, aber den Rest haben wir alles erst. Den nehmen wir mal mit. Peanut Butter ist eh teuer. Wir nehmen ein bisschen General Dressing mit. Wir nehmen eine Gloss Cleaner mit. Davon haben wir auch nicht mehr viel. Sandwiches haben wir gar nicht mehr. So, den hau rauf. Die Leute reißen uns unsere Luxuswaren ja förmlich aus den Händen. Müssen wir natürlich auch regelmäßig nachkaufen. So, hau gleich oben rauf. Sehr schön. Natürlich hat er wieder Durst. Vielleicht sollte ich mir mal angewöhnen, bevor ich losfahre, einmal zu essen und zu trinken. So, die haben wir aber nicht mehr viel. Das weiß ich noch. Die haben wir erst gekauft. Die haben wir, glaube ich, auch erst gekauft. Aber guck mal, die sind gerade billig. Nimm mit. Schwämme haben wir noch. Soap haben wir gar nicht. Oh, ah, ja gut. Nimm mit. Ausnahmsweise. Toilettenpapier haben wir noch genug. Davon haben wir auch nur noch den einen. Ach komm, was soll's, das brauchen wir aber. Davon haben wir auch nicht mehr viel. Ich glaube, das war unser Angestellter gerade. Leider muss ich jetzt zwischendurch auch mal die teuren Sachen kaufen. Zumindest, wenn wir es dringend brauchen. Wir wollen schließlich unseren Ruf wahren. Sehr schön. So, wir waren hier noch nicht ganz fertig. Toilettenpapier hatten wir, das haben wir gerade gekauft. Ist auch teuer und das haben wir auch gar nicht mehr. Müssen wir leider mitnehmen. Ja gut, die brauchen wir jetzt nicht zwangsläufig. Wir nehmen ein bisschen Mehl mit, wir nehmen ein bisschen Zucker mit. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Zahnbürsten, naja gut, ich kaufe jetzt nicht alles, was teuer ist. Shampoo weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Kindershampoo, ah gut, die brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Weil sonst gehen wir pleite. Bei ein, zwei Sachen kann man sich das ja mal erlauben, wenn man dadurch mit anderen Sachen wieder Gewinn macht. Läuft ja auch in Wirklichkeit so, aber nicht mit allen Produkten. Wenn wir alles auf teuer kaufen, denn das geht nicht gut. Na. So, Pork hin. Sehr schön. Müsste aber auch gleich wieder Geld reinkommen, oder? Jojo. Bezahlt haben wir den guten jedenfalls. So, die haben wir gerade. Pampers brauchen wir auf jeden Fall. Na, das lassen wir jetzt mal. Die nehmen wir nochmal mit. Die haben wir erst mitgenommen. Gurken sind teuer, die haben wir auch noch. Batterien haben wir noch. Das haben wir noch. Bodyöl haben wir. Okay, den Rest haben wir hier alles.
Hiervon nehme ich erstmal gar nichts mit. Eis nehmen wir auch erstmal nicht. Okay. Dann haben wir zumindest das Wichtigste erstmal wieder am Start. Das ist doch schön. Dann ab nach Hause. Jetzt haben wir auch wieder 1644. Das ist ein Träumchen. Das ist ein richtig schönes Träumchen. Ich werde jetzt trotzdem noch keinen größeren Fridge kaufen. Die Displays haben Vorrang. Der kostet 2000, der nächste. Na, 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 komm nicht ins Schleudern. Das muss nicht sein. Dim, dim, dim. Klar, da fehlen immer noch ein paar Produkte, die zu teuer waren, aber das meiste ist zumindest wieder am Store. Aber er baut hier ein schönes Möhrchen. Das ist doch auch was. Dann macht er bestimmt am nächsten Tag wieder, vermute ich mal, Pause. Und baut den hier weiter. Das war meine Vermutung. Nimm mit. Dip, 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 dip. So. Wunderbar. Den, ich wollte einmal was trinken. Davon haben wir noch so viele. Die kaufen keiner. Trink nochmal. So. Alles drin ins Inventar, was passt. Wunderbar. Nimm mit. Oh, die letzten zwei Pakete kriegen wir jetzt auch noch mit. Wir machen aber auch mittlerweile Großeinkäufe, ne? Doch, ist er wieder hungry? So, warte mal. Hier, gut, Zeroll, hier müssen wir auch so langsam mal nachpocken, aber es geht noch. Ist. Sehr schön. Dim. So. Meisten Kunden kaufen aber auch fleißig ein. Und das ist doch schön. Das ist doch sehr, sehr schön. So, fangen wir mal an. So viel. Das, die war teuer. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Aber die haben wir gar nicht mehr. Ne, ne, ne. Die haben wir echt gar nicht mehr. Ja, gut. Die stehen wir mal hier zwischen, wenn es passt. Deswegen habe ich sie ja, Leute, aus schweren Herzens teuer mitgenommen. Gut. Das weiß ich, dass wir die nicht haben. Das gute Mehl. Ich komme hier neben stehen. Weizenmehl zu Weizenbiskuit. Ja, gut. Zwei verschiedene Dinge, aber zumindest aus demselben Startprodukt hergestellt. Sehr schön. Zuge. Haben wir auch nicht mehr. Zucker, glaube ich, nehmen die Lutschis, damit die Leute, glaube ich, wissen, da ist mindestens ein Kilo Zucker drin pro Bonbon. Sehr schön. Alter, die Dinger gehen weg wie warme Semmeln, ne? Die haben wir erst gekauft gestern. So, das überteuerte Frittieröl, aber das hatten wir gar nicht mehr, das weiß ich. Deswegen stellen wir dort hier erstmal hin. Sehr schön. Schakole, warte mal, die haben wir noch, ne? Die kauft so gut wie kein Mensch. Naja, wir kriegen mit Glück da vielleicht, soll's nicht umrauf, zwei reingequetscht. Wenn das nicht so, warte mal, blöd stehen würde. Ich will es hier nur einmal ordentlich hinstellen. So viel Zeug muss sein. So, den Grodel davor. Wenn's passt, bitte. Zack. Den davor. Den davor. So. Der Rest von Charcoal kommt den erstmal ins Lager. Mach auf hier. Oh, Geld kommt aber gut. Geld kommt sehr gut.
So, den Voice-Spüler, der steht hier. Wir kriegen da jetzt nicht allzu viel hin, aber... Lost Cleaner, wo haben wir denn jetzt? Der war das. Ich guck mal, ob ich irgendwie alle reingequetscht kriege. Und wenn wir sie nebeneinander stellen müssen. Warte mal kurz. Der muss wohl da hinten. So. Sie schön. Pasta. Adamor, die hatten wir ja. Ja. Ah, die kriegen wir alle rein. So. Da müsste mir noch weiter hinter. Genau. Zack. Den nochmal. Da müssen wir einmal ordentlich hinstellen. Und dann posten die mich ohne Probleme davor. Sehr schön. So, warte mal. Die Wrapper Papers haben wir aktuell mehr als genug hier. Die können wir erstmal hier reinstellen. Habe ich nur fußeshalber mitgenommen. So, Glasreiniger. Die haben wir gar nicht mehr. Hm. Nö, nö. Die stellen wir hier mit drin. Jo, Geld haben wir definitiv über 2000. Das ist ein Träumchen. Das nächste Display näht sich. Shampoo, den haben wir aber auch nicht mehr. Das geht hier weg, das wird hier... Ah, in der Stadt Müffelzoll, ne? Da kaufen die Leute Hygieneartikel ohne Ende. Das ist sehr schön. So, Papers auch schon alle? Echt, alles alle an Papers? Tatsächlich. Okay. Ich weiß aber nicht, ob wir alle reinkriegen. Das glaube ich nicht. Die Pampers tropfen wir erstmal hier hin. Thunfisch ist immer noch alle. An den habe ich jetzt eben gar nicht gedacht. Ein Pampers kriegen wir noch hin. Ja, ist ja gut. Die ganze Zeit wird schön fleißig eingekauft. Jetzt gibt es Mozza oder was? Was ist denn da los, Mitch? Guck mal, guck ihn hier. Tomatoes und Dark Ice Cream. Was wollt ihr eigentlich? Sowas braucht kein Mensch. Leuche. Warte mal. Zack. Stehen wir ordentlich hin. Ich glaube, die kriegen wir komplett rein. Haben wir den Karton weg. Ich will eigentlich gar nicht so viel im Lager stehen haben, ehrlich gesagt. Da steht viel zu viel im Lager. Lagerplatz ist teuer. Komm, passt an den nur einer. Ach, komm, machen wir so. Da, wie kriegen wir hin? Vier, ne? Na, mal gucken. Hm. Ein bisschen ordentlicher, bitte. Genau, rein, passt an nicht. Warum auch immer. Denn so. Ein bisschen ordentlich drehen. Bitte sehr, hier noch einer hin. Da natürlich auch. Zack. So, dann hätten wir der Corner hinten. Das ist hier der, der über ist. Sehr schön. So, Generate Racing. Ich weiß, dass wir den mal irgendwo hatten, aber ich glaube, der ist schon wieder aus. Der stand bestimmt da vorne, ne? Der. Den kriegen wir auf jeden Fall alle fünf hin. Ja, ich sehe hier auch nichts zu General Dressing. General Dressing ist wirklich aus. Den klotsch ihn da mit hin, mein Freund. Zack. Mhm. Sehr schön. Gut, gut, gut. Das sind die Sandwiches. Die haben wir definitiv gar nichts. Kasse ist jetzt natürlich nicht mehr. Den würde ich sagen... Hauen wir die Dinger, glaube ich, hier neben. Eigentlich habe ich sie ziemlich doof gestapelt. So ist besser. So. Sonnenkuchen, wie viel haben wir davon noch?
Ah, gut, warte mal. Da kriegen wir noch eine hin. Zack. Kriegen wir die vielleicht ein bisschen ordentlich hingestellt. Zwei passen noch, ne? Zwei passen noch. Ordentlich hingestellt, das ist ein anderes, ne? Die Dinge sind ja schiefer als der Turm von Pisa. Ah, gut. Den konnte er auch erstmal nach hinten. Das ist sehr schön. Und hier haben wir dann noch Schießmilch. Die kriegen wir komplett hin. Das weiß ich. Na? Wohl, die stehen hier bloß mal wieder völlig kreuz und quer. Stell ordentlich hin. Zack. So. Sehr schön. Wie spät ist es denn? 16 Uhr, da haben wir noch Zeit, Mensch. Shop immer noch auf 100%. Unsere Kunden lieben uns. Wunderbar. So, wie sieht's aus mit Gemüse? Da wird's langsam. Ja. Geht aber noch. Da machen wir einen Großeinkauf, wenn es leer ist. Halt, beim Brot wollte ich gucken. Dem, dem. Ah, gut, Brot müssen wir in der Tat mal kaufen. Wir haben kein Brot mehr. Einmal kurz. Na, na, danke. Warte mal, leg mal ordentlich hin hier, mein Freund. So geht er nicht. Aber wir brauchen eigentlich auch nur normales Brot kaufen. Dann will ich mal kurz gucken. Dim, di, dim. Und den können wir eigentlich... Ich kann mal kurz gucken, das nächste Display in den Griff nehmen. Das wären genau 2000. Ja. Da gibt es noch mehr Money am nächsten Tag. Di, dim, dim. Aber erstmal kaufen wir das Brot, weil ich nicht genau weiß, wie viel wir denn über haben. Ein Paket sollte aber reichen. Ist sogar gerade billig. Sehr schön. Jo. Hau 2000 rauf auf die Karte. Hm? Raus hier. Und dann geht's hier ab zur Vending Machine. Sehr schön. Wunderbar. Der verursacht hier einen Dreck, ne? Die armen Leute, die hier wohnen. Junge, da steht das schicke Ding. Dort steht es. Alles klar. Bin mal gespannt, was der bringt. Schöne, gute, vor allem Rage Fit Getränkeautomat. Schöne Energy Drinks. Jetzt haben wir nicht nur Energy Drinks hier drin, jetzt haben wir noch einen Energy Automaten. Alles ist klar. Gut, das Brot, das können wir komplett hier reinpacken. Oh, pack da hinter. Pack hier auch nochmal hinter. Der passt hier noch neben. Sehr schön. Wunderbar. Die kaufen wir da fleißig ein. Das freut einen doch. Das freut einen doch. Lüft doch eigentlich sehr, sehr gut hier, ne? Den werden wir jetzt hier einmal kurz ein bisschen. Ich habe gerade das Gefühl, weil die hatte ich doppelt stehen, ne? Ne? Doch nicht? Doch. Guck mal, das geht so nicht. Das geht so nicht. Warum auch immer die hier doppelt stehen. Zack. Deswegen kam ich hier von durcheinander. So, jetzt werden wir mal ein bisschen das Lager überprüfen. Wir haben doch garantiert noch Sachen im Lager stehen, die wir, wie zum Beispiel Kaffee, ins Regal räumen können. Garantiert. Dogfood, Rapid Papers, das jetzt nicht. Charcoal auch nicht. Durst hat er auch schon wieder. So, Landresin Kaffee. Damit wir mal wieder was aus dem Lager rauskriegen. Hm. So, 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 so. Hier, trink nochmal. Irgendwie geht das Ding nie leer, ne? Ich habe hier schon so oft getrunken. Ich weiß nicht warum. So, den müssen wir jetzt mal kurz durchchecken. Haaröl, glaube ich nicht. Na, doch, 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 doch. Einmal ordentlich hinstellen, dann kriegen wir dann den Rest mich jetzt auch hin.
Dann kommt man doch sonst durcheinander. Sehr schön. Da wir ja noch ein bisschen Zeit haben jetzt. Geld kommt auch schon wieder gut. Rapid Papers, Post auch wieder. Okay. Sandkuchen. Hast du einen inzwischen hin? Bitte. Oh, hier, klatsch hier hin. Können Sie mitkaufen. So, die auf jeden Fall nicht. Die auch nicht. Die nicht. Cookies auch nicht. Sponge weiß ich auch. Juice Pack passen nicht. Nüsse auf jeden Fall. Die kriegen wir alle drei hin. Tee müsste ich gucken. Spicy Fries erstmal nicht. Salatdressing nicht. Dors nicht. Toilettenreiniger nicht. Okay. Ist doch nicht zu viel. Bei denen müsste ich mal gucken. Beim Bodyöl. Nicht hinstellen. Mitnehmen. Ja. Sehr schön. So, die Nüsse, die Porsen. Sonst gibt's auf die Nuss, mein Freund. Schwimme. Ja, ich freue mich. Ja, schwimmen haben wir wirklich noch genug. Sonst denn haben wir alles noch genug. Hundefutter und so. Ja, definitiv. Tee. Nee, Tee. Gut, dass wir es nicht mitgenommen haben. Pampers Post wieder eine. Okay. So, dann haben wir die zumindest auch raus aus dem Lager. Sehr schön. Ja, Geld lüft. Komm schon wieder drin. Potatoes müsste ich gleich gucken, aber der Rest alles. Kriegen wir nicht hin, ne? Doch. Sehr schön. So, ja, Spawn, Juice Picks, Spicy Fries, Tea passt nicht, so Rotary Sing. Ja. Gut, das ist eine Toilettenpap. Scheiße, ich hab falsch gelesen. Rapid Papers, ne. Rapid Papers müsste passen, aber nicht alle. Okay, warte mal, den kriegen wir hin. Ich hab Toilettenpapier gelesen. Ist ja Toilettenreiniger. Hunger hat er auch wieder. Da müssten wir zumindest zwei hinkriegen von den Rapid Papers. Sehr schön. So, den Esel, meine Freunde, den Esenmat. Gut, die hier können wir ja jederzeit wieder auffüllen. Das ist ja nicht das Problem. Ist... Oder ansonsten? Alles vorhanden. Der steht hier nicht richtig. Also zumindest sind wir wieder sehr gut bestückt, wie man mit. Geht aber auch das Geld hoch. Das lüft doch sehr schön. Bin mal gespannt. Dann gucken wir einmal kurz bei den Kartoffeln, bei den Paprika und bei den Milchcookies. Die Milchcookies haben wir nämlich. Gute Frage. Hier. Okay. Das passt aktuell nicht. Paprika kriegen wir die zwei hin, Kartoffeln nicht. Alles klar. Zumindest die zwei Paprikas, die kriegen wir hin. Und bei den Weizen-Dingern, das passt auch noch. Okay. Hm. Damit wir wieder Luft ins Lager kriegen. Das muss sein. Das geht nicht anders. Passt dann, so haben wir alles noch. Gut. Ein bisschen Chaos im Lager, aber zumindest im Griff. Den werde ich hier jetzt auch mal normale Zeraulien. Nimm mal raus hier. Weil was ein Kisten ist, verkauft sie schlecht. Oh, drei kriegen wir mal dahin. 1, 2, 3. Sehr schön. Hm? Wunderbar, hat er schon wieder Feierabend gemacht? Ew. Davon haben wir genug. Ring-Zerolien, haben wir die noch? Das sind Berry-Zerolien. Das hier sind Ring-Zerolien. Sehr schön. Ja, ganz zufrieden bin ich mit den Dingern oben in den Kisten, aber auch noch nicht. Also man sieht das immer so schlecht. So.
2 würden wir rein theoretisch noch hinkriegen. Ich weiß aber nicht, ob wir noch was haben. Das sind Cola-Flaschen. Ja, hier. 1 und 2. Zack. So, aber hier steht eigentlich noch ausreichend. Der Rest geht auch noch. Beritzerollien können wir vielleicht nochmal vor hinstellen. Die stehen hier ja wohl immer. Schon wieder Kreuz und Quer. Zack. Wohl, die haben wir, glaube ich, auch noch. Aber immerhin, obwohl wir so extrem viel ausgegeben haben. Immerhin. Die kriegen wir alle hin. Wie der? Über 500 Gemoch, ne? So, was ist das hier? Outflakes. Okay, und das? Nochmal Ring-Zeralien. Alles klar. So, da nochmal drin. Sehr schön. Gleich mal kurz googeln, was das nächste Display kosten würde. Aber über Geld haben wir gut gemacht. Shop-Rating ist immer noch auf 100%. Ich meine, so viele Mods hatten wir auch nicht. Die Liste ist relativ übersichtlich. Und das nächste Shop-Upgrade wäre 2500. Okay, das ist heftig. Dürften Klamotten sein, ne? Und 2... Okay. Sehr schön. Den lüft ja alles. Er macht zu den Lorden. Er ist ja immer noch am Wegeln. Wir vorne nach Hause. Bin mal gespannt, was es im nächsten Tag denn für den guten Getränkeautomaten gibt. Aber das werden wir sehen. Ich tippe mal auf 250. Und für schon 200 gekriegt haben für die Süßigkeiten, dürfte der Getränk auch nochmal 250 sein. Ungefähr zumindest. Obwohl der ja eigentlich auch Geld kosten müsste, zumindest das Auffüllen, ne? Gut, passt schon. Sehr schön. Mach die Tür auf. Ab aus Örtchen. Das ist doch ein Standardprogramm, mein Freund. Rein, do. Sehr schön, ab in die Wonne. Geht es ja. Ich verabschiede mich denn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns denn morgen wieder. Bye, bye.